Und weiter geht's mit der Origami-Serie. Heute basteln wir einen Fuchs. Naja, sieht eher nicht nach einem Fuchs aus. Egal. Ihr könnt dafür auch anderes Papier benutzen. Ich hatte halt nur rotes. So, und dann geht's auch los. Als erstes faltet ihr ein Dreieck. So. Und dann dieses Dreieck nochmal. So. Dann faltet ihr das wieder auf und diese beiden Spitzen jetzt hier hin. Dann ist nicht schlimm, wenn es hier so eine Lücke gibt. Dann falte die das hier einmal so nach hinten. Legt es dann so hin. So, jetzt müsst ihr hier das hier so nach dort klappen. So. Und diese Dinger hier so nach unten. Das hier ist dann das Gesicht vom Fuchs. Und hier hinten könnt ihr das dann noch hier so umknicken, dann sieht es noch ein bisschen realistischer aus. Also der kann auch stehen. Ich finde jetzt nicht, dass er so wie ein Fuchs aussieht, aber es ist halt gewöhnungsbedürftig. Schaut doch mal bei unseren anderen Videos vorbei, aus der Origami-Serie und auch von Maskenbasteln. Da kam jetzt leider der erste Teil später als der zweite, Entschuldigung. Die Jellybean Challenge gibt es dann nach den Ferien. Und ansonsten wünsche ich euch noch schöne Tage und bis zum nächsten Video. Tschüss!